In diesem Video überrascht mich eine Menge Schnee. Aber das ahne ich hier noch nicht. Schön warm. Ist wirklich etwas kühl heute. Wobei es schon kühler war, nur ich finde, wenn es so ein bisschen schneit, dann ist es kühl irgendwie so schön. Aber wenn es so grau ist wie heute, ist es kühl einfach nur so. Ja, naja. Es ist hier alles ziemlich dreckig. Wir haben ja wenig Wasser. Also wir haben eigentlich alle unsere Wassertanks abgelassen, weil sie halt nicht frostsicher sind. Deswegen trinke ich gerade auch meinen Tee hier aus so einem Glas, weil wirklich so viel irgendwie nicht ganz sauber ist gerade. Das ist irgendwie so ein bisschen, um ehrlich zu sein, würde ich gerade alles dafür geben, irgendwo einfach die Heizung anmachen zu können. Aber das gibt's hier leider nicht. So sind wir hier mit eiskalten Zehen und einem Glas Tee. Und es ist trotzdem super schön hier. Ich merke hier wirklich, wenn es so ganz still ist, dass ich das total brauche, auch so ein bisschen Zeit am Tag, wo man nicht mit irgendwas beschallt wird, sondern einfach nur so seine Sachen macht und das einfach so alles auf mich wirkt. Jascha und ich waren ein paar Tage nicht hier, deswegen ist das Haus übelst ausgekühlt. Ich hoffe, der Ofen macht es jetzt ein bisschen wärmer. Und ich bin auch alleine hier. Jascha ist nicht dabei und das ist sehr komisch, weil ich hier sehr selten allein bin. Also ich kann wirklich an so Fingern abzählen, wann ich hier alleine war bisher. Ich werde gleich einen Podcast aufnehmen. Das wollte ich schon vor langem mal wieder machen, aber ich habe mir irgendwie nicht so die Zeit dafür genommen. Und ich möchte später noch einen Spaziergang machen. Wir haben hier nämlich eigentlich voll die schöne Umgebung, aber ich muss sagen, dass wir uns trotzdem sehr oft hier um unsere eigene Achse bewegen. Während ich meinen Tee gekocht habe, ist das Feuer einfach ausgegangen und ich dachte, ich komme jetzt hier rein, das ist schon so ein bisschen vorgewärmt, aber das hat nicht geklappt. Das Problem ist, dass das Holz noch ein bisschen feucht war. Ich habe es leider nicht reingeräumt davor. Aber ich habe jetzt drei kleine Anzündhölzer und ein bisschen Papier gefunden. Jetzt dürfte es kein Problem mehr sein. Ein neues Mikrofon und auch so einen neuen, also der ist eigentlich nicht neu, der gehört Jascha, aber ich habe ihn noch nie verwendet, so ein Tonaufzeichnungsgerät und damit möchte ich die technische Qualität meines Podcasts ein bisschen verbessern. Ah, oh, fast vergessen, oh, ich wollte noch was zeigen und zwar mega süß, huch, ich habe dieses Jahr bei so einem Adventskalender mitgemacht von meiner Tante und die Idee ist quasi, dass 24 Leute basteln 24 Sachen und dann, boah, das ist kompliziert zu erklären, auf jeden Fall bekommt jeder eine Sache von jedem und so bekommt quasi jeder einen Adventskalender. Naja, auf jeden Fall war heute das erste Türchen dran und ich habe mich total gefreut, denn ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob es das ist, aber ich glaube, das ist so ein Vogelfutterding. Ich habe erst überlegt, ob es eine Badebombe ist. Aber nee, also es ist schon, sieht schon eigentlich eindeutig wie für Vögel aus. Wenn du gerade noch Weihnachtsgeschenke suchst, dann schau gerne in meinem Online-Shop vorbei. Jascha hat wieder ein paar Messer fertiggestellt, ich habe ein paar Ketten gefädelt und neue Ohrringe gibt es auch. Hat wirklich geschneit. Ich habe gestern im Radio gehört, dass es schneien soll, aber ich wollte mich nicht zu früh freuen. Und jetzt hat es wirklich so richtig, richtig geschneit. Sieht super hübsch aus und so richtiger Klebschnee. Ich bin froh, dass Jascha nicht da ist. Da kann ich seine mega tollen Stiefel anziehen. Meine Gummistiefel werden jetzt total ungeeignet. Gestern habe ich ja noch gesagt, wie wichtig es ist, das Holz schon reinzuholen, damit es halt nicht mehr feucht ist.
Und heute habe ich denselben Fehler wieder begangen. Deswegen habe ich jetzt hier wunderbares schneebedecktes Holz. Naja, mal schauen, ob das funktioniert. Ganz professionell mit einem Löffel. Voll lustig, der Teebeutel ist tatsächlich noch aus Spanien. Ich habe auch noch spanisches Mehl. Das ist ein Ingwertee. Ich glaube, ich weiß, warum der übrig war noch, weil der gar nicht so lecker war. Ja, ich habe heute direkt den Tee in eine Thermoskanne gemacht, weil gestern in dem Glas war er einfach ziemlich schnell kalt und ich wollte noch ein bisschen Spaziergang machen. Ich habe ja gestern eigentlich schon gesagt, dass ich spazieren gehen möchte und habe es dann irgendwie nicht gemacht. Aber heute ist der Tag, weil es einfach echt schön ist, hoffentlich. Die letzten zwei Tage hier haben wirklich, wirklich gut getan, auch mal alleine hier zu sein und mir auch nicht zu viel vorzunehmen, sondern einfach mal hier zu sein und zu gucken, was so passiert. Ich habe mich in letzter Zeit oft ein bisschen schlecht gefühlt, weil das mit dem Tiny House nicht so schnell voranging, wie ich mir das vorgestellt habe, als wir im Frühjahr hier angefangen haben. Dachte ich ja wirklich, dass wir einfach im Weihnachten oder im Winter schon hier so wirklich, wirklich wohnen und eingerichtet sind. Und so ist es halt nicht gekommen. Ich meine, aktuell haben wir nur die Außenküche, wir haben nicht mal Wasser und es ist innen einfach noch nicht so weit fertig. Ich habe ja im letzten oder vorletzten Video erzählt gehabt, dass wir aktuell noch eine kleine Wohnung anmieten. Es hat sich ein bisschen, ja, wie ein Versagen für mich angefühlt. Eigentlich nicht direkt, weil ich mag die Wohnung auch und ich habe gemerkt, dass es mir gut tut. Ich versuche das gerade so ein bisschen anzunehmen und das Schöne ist, dass wir jetzt die Zeit hier, wenn wir am Haus sind, natürlich noch viel, viel mehr genießen auch. Klar können wir jetzt nicht so viel am Haus, baulich zumindest, vorankommen, wie wir das uns vielleicht wünschen. Aber trotzdem ist es hier wunderschön und wir werden das alles in unserem Tempo fertig machen. Und das ist auch vollkommen okay so.